Hallöle, das Friendspack für meinen Mann ist angekommen und gucken wir mal rein, ne? Ist auf jeden Fall recht prall gefüllt. Ah, er hat ein Magazin drin. Weiß ich nicht, warum das jetzt in der Männertüte auch drin ist. In der Frauentüte finde ich es passend, in der Männertüte, ja, ich weiß nicht. Ja gut, ist ja auch ein Home-Teil drin, aber ich denke doch, dass das eher ein Frauenmagazin ist. Naja, vielleicht für die Ehefrauen. Was weiß ich. Ich habe es jetzt doppelt Pech. Macht nichts. Gebe ich dann meiner Mutter oder einer Freundin. Mal gucken. So, er hat hier auch was ganz Großes. Ein Hemd. Ein Hemd in Größe XL. Ich hoffe, dass es ihm passt. Er hat immer so ein Zwischending zwischen L und XL. Mal gucken. Packen wir es mal aus. Ah, hier sind schon wieder Halter. So. Gucken wir es uns mal an. Kragen. Aha. Ja, da muss ich die Schiene noch rausnehmen hier. So. Von Closed. Farbe 181 Slate. Okay. Nur, ob das sein Stil ist, ich weiß nicht. Könnte ihm wahrscheinlich zu groß sein. Ich sollte in Zukunft L angeben. Jetzt zeige ich euch das hier nochmal. Hier oben mit dem Kragen mit Knöpfen. Ich mag es aber eher, wenn es offen ist, ehrlich gesagt. Das ist eher mein Fall. Ach, hier habe ich auch noch den Plastik drum. So, jetzt ist der Kragen offen. Habe ich es gleich für später schon fertig. So, dann kann ich es erstmal dann waschen. Ja, ne, unten so geformt. Langärmlich, gibt es nicht viel. Sozusagen, der Stoff fühlt sich gut an. Scheint gar nicht so schlecht zu sein. Finde ich okay. Lege ich jetzt einfach mal so hier mit hin. Schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch? Ah, er hat auch was von Kappa. Und zwar Hair and Body Wash. Nee, so ein Typchen wollte ich gerade sagen. So ein Full Size. Riecht gut, wird ihm gefallen. Oder? Moment. Da war so eine Unternote eben. Ja, doch. Gefällt ihm. Bestimmt. Wette ich drauf. Also so wie ich meinen Mann einschätze, wird ihm das gefallen. Und was ist das? Nochmal was von Kappa. Eau de Toilette scheint dazu zu gehören. Machen wir mal auf. Aha, versiegelt. Oder was? Nee, doch nicht. Okay. So, ist eine ordentliche Größe. Anständig. 100 Milliliter. Das nenne ich mal groß. Mal hier riechen. Riecht wahrscheinlich genauso wie Shampoo und Dings. Ja. Guter Duft. Gefällt mir. So ein bisschen frisch, herb. Doch, sportlich. Hat was. Lecker. Find ich gut. Gefällt mir. So, die Verpackung legen wir mal beiseite. Was haben wir hier noch? Ach, jetzt sind hier nur noch Pröbchen drin, wenn ich das richtig sehe. Hier haben wir, was ist das? Burberry Brit for Men, nochmal ein Eau de Toilette. Auch hier wieder sehr parfümlastig das Ganze. Haben wir noch eine Probe, auch vom selben Anbieter. Das ist Burberry London. Mal gucken, sieht so aus. Interessantes Design. Das London riecht überhaupt nicht gut. Jetzt probieren wir das andere mal. Die beiden Düfte sind nichts für meinen Mann, da wette ich drauf. Wette ich Stein und Bein drauf, das ist nichts für meinen Mann. Das sind eher alte Männerdüfte, wie ich finde. Das ist, nein, nichts. Bitte, Schatzi, nicht auf dich drauf machen. Außer du willst Ruhe von mir. Oh mein Gott, dann wird er das ja nur noch auf sich sprühen. Nein, Quatsch. Spaß beiseite, riecht scheiße. Mag ich nicht. Ja, wie beurteile ich jetzt diese Tüte? Ich finde, das Magazin hätte da jetzt nicht sein müssen, weil da hätte vielleicht eher ein Männermagazin reingehört, was wirklich ein Männermagazin ist. Die Proben an sich finde ich in Ordnung, auch wenn ich sie jetzt nicht mag. Da weiß man wenigstens, was man nicht mag. Und diesen Teil hier, den finde ich gut, das Hemd finde ich gut. Ich hoffe, dass es ihm passt. Ich vermute, wie gesagt, dass es ihm zu groß sein wird, eventuell, wenn ich das so richtig geguckt habe.
Mal gucken. Ansonsten werde ich es heiß waschen und hoffe, dass es ein bisschen einläuft. Ja, Duschgel oder Toilette finde ich super. Finde ich in Ordnung, passt. Ich denke, im Großen und Ganzen wird mein Mann damit zufrieden sein. Im Großen und Ganzen bin ich es auch. Und diesen Monat haben sich die Friends Back gut gemacht und ja, sind deutlich besser als die Surprise Bags. Haben aber, glaube ich, auch einen anderen Anspruch. Ja, so viel von den Bags und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!